Okay Leute, hier sind wir nochmal mit einem weiteren Video zum neuen Minecraft-Update. Und zwar gibt es jetzt eine neue Möglichkeit, eine Art TNT-Kanone zu bauen. Und falls ich gerade ein bisschen lachen muss, es ist schon ein paar Mal ein bisschen was gefailt. Aber egal. Ja, das Prinzip ist einfach, ihr baut hier so eine Five-Glock hin, also die sich immer wieder an- und ausstellt, ja. Dann baut ihr hier Sand hoch, so hoch, ein ganzes Stück hoch am besten. Keine Ahnung, wie hoch, ist eigentlich egal. Dann kommt hier TNT hin. Machen wir jetzt einfach mal so lang, das reicht eigentlich. Und jetzt kommt genau hier ein Loch hin. Am besten mindestens 3 Felder lang, weil sonst macht ihr da vorne, wie man das so schön sehen kann, eine Selbstzerstörung, die uns schon ein paar Mal passiert ist. Auf jeden Fall macht ihr den, Skype nervt gerade ein bisschen, die Five Glock, das an das Ding, den Sand hier runter, TNT nach hier vorne. Jetzt baut ihr hier so ein Teil hin, das bewirkt, jetzt brauche ich gerade einen Schalter, verdammt, Mist, wo sind die Schalter? Da. Okay. Baut ihr so ein kleines Ding hin, das bewirkt, dass das hier immer an ist, ja? Und jetzt müsste das eigentlich funktionieren, wenn ihr das, ach Mann, jetzt nervt der Hund, verdammt. Wenn das Ding hier angeht, ja, schiebt der den Sand nach vorne, schiebt damit auch den TNT nach vorne. Danach rutscht ein Stück Sand nach, schiebt nochmal TNT nach vorne, TNT wird gezündet, fällt runter, explodiert unten. Und so geht es immer weiter. Und jetzt versuchen wir mal, ob das funktioniert. Seht ihr, das TNT wird immer weiter geschoben und es hat nicht funktioniert. ja, das lag daran, dass das Loch immer noch zu klein war, wie ihr gesehen habt. Also, sorry, ich muss gerade mal ein bisschen lachen. Also, jetzt nochmal, damit es richtig funktioniert. Ihr macht hier das so hin, da kommt der Schalter hin, das TNT wird hier hingeschoben, ja, aber ihr müsst halt aufpassen, dass es auch wirklich runterfällt. Und damit es auch wirklich runterfällt, ja, jetzt hör mal auf, hier umzubauen, baut ihr hier einfach eins breiter, sonst funktioniert. Oh nee, jetzt attackiert mich auch noch der Hund, verdammt, ich bin gleich tot. Oh Leute, ich will euch eigentlich nicht verarschen, also pass auf, ihr baut einfach das Loch hier vorne ein bisschen breiter, am besten so ein 3x3 Feld. Ja. Und wenn dann das TNT hingemacht wird, ja, müsste es höchstwahrscheinlich auch runterfallen. Also jetzt hatten wir ein bisschen Spaß mit ein paar Fails. Auf jeden Fall denke ich, habt ihr das eigentliche Prinzip gesehen und hoffentlich auch verstanden. Das kann man sicherlich auch noch ausbauen und jetzt war es das auch schon wieder mit dem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao. Jo, Leute, hier sind wir nochmal. Und zwar haben wir unsere TNT-Schießkanone nochmal etwas verbessert. Automatik. Wir haben einfach nochmal hier das Ding so wie vorher und hier das nochmal ein bisschen verlängert, weil die Pistending kann 13 Blöcke lang wegschieben. Das Sand und alles ist immer noch gleich geblieben, nur wir haben hier das ein bisschen verändert, und zwar, dass nur noch der Block hier da ist und ansonsten rundherum alles frei ist, weil es sonst nämlich nicht funktioniert. Und Herbert hat jetzt die Ehre, das Ding anzuschalten. Ihr seht vielleicht, es wird immer eins weiter geschoben und das fehlt leider ein bisschen, weil der Sand schon komplett weg ist. Ja, wenn er ein bisschen manuell nachfüllt, klappt das schon. Ja, man muss eine ganze Menge an Sand oben aufschaufeln, weil einige Sandteile kaputt gehen. Ja, und ihr könnt es, glaube ich, gerade sehr gut sehen. Ja, Sand fällt auch noch hinterher. Also das Prinzip funktioniert doch. Ja, das war's. Bis dann, Leute. Ciao.